zu einer weiteren Folge Days Gone, glaube ich, dass wir das spielen, bin mir nicht ganz sicher, könnte hier was anderes sein. Wieso haben wir hier noch eine Hinweistafel? Lesen. Ich muss lesen, auch wenn man da gar nichts lesen kann, komischerweise. Das ist die Frika. Da. Das wusste ich noch nicht. Mondbäume. Gewachsen im Weltraum. Okay. Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Sneakers Bike, da vorne haben wir das Sneakers Bike. Ja, dann geht es jetzt weiter zu Skizzo, ne? Zu sehen. Ja, finde ich hey, auch. Hey, Bas. Ich sehe die auch ganz gerne. Nein, tu mich nicht. Aber trotzdem. Wie gesagt, wir rollen hier eigentlich den großen Teil durch. Zeit hast, schau beim Camp vorbei. Ich muss mit dir reden. Hey, Ricky. Okay. Ich bin auf dem Weg. Dicken Ende. Setze Fernkampfwaffen ein, um bei großen Gegnergruppen Distanz zu wahren. Dankeschön. Drücke X beim Ziel mit L2. Hey, was soll das werden? Wir machen es so. Wir gehen durch die verdammte Hintertür. Zu Fuß? Du hast nie gesagt, dass wir zu Fuß gehen. Weißt du noch, was los war, als du dein scheiß lautes Bike genommen hast? Auch warten. Tja. Hey, die bemerken uns gar nicht. Ja, das sagt sich so einfach. Also, Iron Mike hat dich zu einem Treffen mit Carlos geschickt? Der Alte hat's dir erzählt? Ja, natürlich. Okay, es schadet wahrscheinlich nicht, wenn du Bescheid weißt. Schließlich gehörst du mit deinem Kumpel ja jetzt zum Camp. Oh, muss ja gut gelaufen sein. Wir spazieren einfach durch ihre, wie hast du das genannt, ihre verdammte Hintertür? Oh, das Treffen. Ja, das lief super. Versuch mal mit einem Haufen Affen zu verhandeln, die alle voll auf Drogen sind. Aber weißt du was? Wenn sie uns heute nicht packen, hält der Vertrag des Alten vielleicht doch noch. Obwohl Boozer und ich im Rogue Camp mit ihnen Probleme hatten. Hey, Carlos sagte, das war ein Fehler. Abtrünnige, okay? Ha, er sagte zumindest, es kommt nicht wieder vor. Ach, und du glaubst mir nicht. Keine Ahnung, verdammt. Ich bin nur Mikes Lakai, genau wie du. Scheiße. Hörst du das? Ja, Wölfe. Ja. Glaubst du, sie sind infiziert? Wir werden es gleich erleben. Wie bist du vorher durchgekommen? Hier war so eine Holzleiter von Bergarbeitern. Höhlenforscher. Was weiß ich. Komm.
Hier drüben. Hilf mir hoch. Natürlich. Bist du bereit? Ja. Los. Mehr oder weniger. Hoch. Und ich werde dich alles klar. Kämpfen. Sieh mal unten nach, ob die Leiter irgendwo liegt. Ich sehe hier oben nach. Okay, beeil dich. Wir müssen aus dem Ripper-Territorium raus, bevor es hell wird. Ja, erzähl mir mal was Neues. Also hier liegt keine Leiter. Wölfe! Vorsicht! Ich hab sie! Ja, komm. Jo. Hab ich das? Das ist noch einer. Ein verdammtes Dreckviech. Wollte nur dein Freund aufstehen. Das war der letzte. Schizo. Schizo, wo zur Hölle bist du? Moment, Moment, ich hab schon. Okay. Also noch ist er nicht abgehauen. Eines der Camps wird's brauchen. Ja, ich weiß ja schon, welches Camp. Ich bin überhaupt nicht. Kopf einziehen! Alles klar. Dankeschön. Hab bei Mike eine Karte gefunden. Darauf sind alte Forstwege verzeichnet. Gefällt ihm sicher, dass du bei ihm rumschnüffelst. Was der Alte nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Klar. Wie du siehst, war der Pfad im schlechten Zustand. Er war als gesperrt markiert. Siehst du das? Ja, Ripper Lagerfeuer. Hast du sowas schon gesehen? Nein. Versammlung nennen die das. Dabei sollen sie komplett durchdrehen. Gehen wir. Ich will nichts damit zu tun haben. Zur Hölle damit, ich will's sehen. Was, bist du lebensmüde? Jetzt nicht mehr. Hör zu, ich will mit meinen eigenen Augen sehen, was die anstellen. Ruhe in Frieden, steig hinab, all dieser ganze Scheiß. Okay, okay. Aber bleib bei mir. Wenn wir getrennt werden, dann war's das. Okay. Ich folge dir. Halt, warte mal. Okay. Sie schneiden sich selbst. Ich kenne wen, der ihr Ritual mitgemacht hat, oder wie man das nennt. Er sagte, die Ripper sind dabei auf Drogen. Auf PCP oder sowas. Sie spüren keinen Schmerz. Gehen wir außen rum. Genau mein Gedanke. Ja. Hast du so etwas schon mal gesehen? Nein, nicht sowas. Ich auch nicht. Deshalb müssen wir vorsichtig sein. Wenn sie uns erwischen, haben wir nicht genug Munition. Ganz genau. Aber wir haben unsere Hände. Und die haben auch Waffen. Und wenn wir dann welche brauchen, dann nehmen wir uns die einfach. Easy. Okay. Nächste Station. Gott. Runter, runter, shit! Wir müssen von der Straße weg. Ja. Komm, wir gehen querfeldein. Weißt du denn, wo es lang geht? Na klar. Natürlich. Er hat ja eine Karte gefunden mit alten Forstwegen. Bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Ja. Wieso?
Ich bin oft hier lang gefahren. Früher. Was? Meine Lady hat hier gearbeitet, in einem Forschungslabor östlich von Iron Butte Lodge. Jedenfalls war ich oft hier. Ich schwör's, der Transportkomplex ist da hinten. Du wirst schon sehen. Komm mit. Hier entlang. Oh, mir gefällt das nicht, wo das Ganze enden will. Mir gefällt das Ganze gar nicht. Was ist das denn, verdammt? Ripper, sie locken mit Lufthörnern Freaks an. Komm schon. Okay. Ja, genau, renn nochmal auf die zu. Was zum Teufel? Führe jetzt den Stern! Scheiße! Verdammt! Nein, 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 lass sie! Lass sie! Wir wollen doch keinen Krieg anzetteln! Eine Sekunde, nur eine Sekunde. Oh, verdammt! Ist er wer? Helft mir bitte! Komm schon! Bitte! Na los, wir müssen weg! Nein, 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 wir lassen sie nicht bei den Freaks. Was? Nein. Hey! Jesus, wir lassen sie nicht hier! Das ist nicht, warum wir hier sind. Scheiße. Ja, okay. 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 Ich hab sie. Ich hab sie. Ihre Beine sind gebrochen. Sie geht nirgendwo hin, Bruder. Wir müssen uns beeilen. Tu's einfach. Oh Mann. Hey, Kleine. Kleine? Es ist alles okay. Es ist alles okay. Schon gut, alles okay. Alles okay. Ich glaube, es ist noch angenehm, als aufgekotzt zu werden. Oh Mann. Wir gehen hier lang zurück. Mir echt leid. Alles okay? Ja, mir geht's gut. Hast das Richtige getan. Lass gut sein, Skizzo. Wir alle mussten... Hör auf! Ja, wie gesagt, das ist immer noch tausendmal besser, als wenn wir lebendig im Leib gehen. Pressen zu werden. Nicht mal von aus. Oh shit. Runter. Und was? Scheiße, was jetzt? Oh. Oh. Eine verdammte Horde. Nein, das ist keine Horde. Was zur Hölle ist es dann? Ripper. Okay. Los, weg hier. Weg hier. Die sind vollkommen durchgeknallt. Kennst du ihren Anführer, Carlos? Nein. Das ist der verrückteste von allen. Überall Narben, Rücken, Arme, Beine. Okay. Ich sage es Mike ständig. Mit Verrückten macht man keine Verträge. Wie gesagt, Skizzo, ich arbeite nicht gegen Iron Mike. Mhm. Komm.
Komm, es muss noch einen Eingang geben. Hey, warte. Sehen wir uns mal um. Was redest du denn da? Wir wissen nicht, was uns erwartet, also Vorsicht, okay? Mal sehen, was wir so finden. Ja, ja, okay, klar. Warum nicht? Sieh dich hier doch mal um. Vielleicht findest du ja was. Da kann ich was draus machen. Ja, oh Gott. Komm ich nicht ran. Was meinst du? Nehmen wir die Tür? Mir ist egal. Warte, warte langsam. Du weißt nicht, was da drin ist. Hallo. Um diese Zeit ist da nichts los. Keine Sorge. Nicht schießen. Gut. Wollte. Hab ihn nicht gesehen. Es ging alles so schnell. Idiot. Sprit. Aber er konnte sich gerade gar nicht gebrauchen. Weg damit. Okay, das ist wieder so. Deswegen gehen wir jetzt hier lang. Okay, hier ist nichts. Also kannst du mal einen Überblick verschaffen. Über das Areal. Okay. Munition. Das ist gut. Leute, wir dürfen hier schießen. Viel schießen wahrscheinlich. Verriegelt. Hier, helf mir. Hierdurch kommen wir rein. Nein, ich weiß nicht, Mann. Komm schon. Gut. Gehen wir immer noch rein? Haben wir eine Wahl? Bereit? Zieh! Du kriegst durch, ich halte... Nein, 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 du gehst, ich hab's. Los! Los, los! Halt es jetzt für mich! Oh, Scheiße. Verdammt! Er klemmt. Zieh! Klemmt! Okay. Ist schon okay. Geh außen rum. Ich öffne die Seitentür irgendwie von hier. Okay. Wer möchte spielen? Dick! Scheiße. Verdammt! Ich muss lachen. Was hiervon? Hast du genug? Ha? Was damit? Warum verzieht er jetzt gerade? Was seid ihr das? Guckt jetzt mal, wie der verzieht hier. Ich mach jetzt gerade gar nichts. Verdammte Scheißding. Komm, hol den Vorschlaghammer, sie haben uns ein Denkmal gebaut. Falle, steige hinab.
Scheißding! Ich stecke in einem Lager mit einem Haufen durchgeknallter Krabbler. Was glaubst du, was los ist hier? Tja. Aber es war gar nicht so schlimm wie gedacht. So, hier, die Tür ist auf. Scheiße. Bist du okay? Ja, ist doch nur ein kleiner Krabbler, nicht wahr? Komm schon, ja, suchen wir einfach die Sprengschnüre. Was meinst du? Das Büro ist da oben. Da müssten sie sein. Na toll. Wie sollen wir denn da hoch? Komm, ich helfe dir darauf. Oh, warte, warte. Ich soll als Erster gehen, falls da oben jemand ist? Oh, ganz genau. Jetzt mach schon. Ja, okay. Ja, okay. Okay. Hey, komm, wir haben gerade die Lagerhalle voller Krabbler aufgeräumt. Yeah. Kannst du auch mal was tun? Okay, hoch! Oh mein Gott! Okay, oh mein Gott. Ich bin oben. Einen Moment. Wir brauchen was zum Hochklettern. Hier, Kopf einziehen. Wow. Das hättest du auch schon vorher machen können. Das ging gut. So. Hey, das hier muss es sein. Das Spiel ist ein riesengroßes Kasten. Bingo. Hier, halt mal auf, ich nehme es. Warum soll ich es nicht? Ach, du traust mir immer noch nicht. Wie die Dinge liegen. Doch. Komm, lass uns verschwinden. Oh. Skizzo, ich wollte mich noch bedanken. Nein, nein, Mann. Dafür, dass du mitgekommen bist und mir hilfst. Himmel, du... Nein, im Ernst, ich meine, wir waren nicht gerade willkommen in Lost Lake. Lass gut sein, okay? Gut, Taschenlampe brauchen wir hier drinnen nicht, ist hell genug. Okay, Skizzo, wenn wir wieder im Camp sind, warum lässt du nicht... Was soll das? Was? Sorry, Bruder. Ich hatte keine Wahl. Arschloch. Arschloch. Okay, den Rest sehen wir in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.